Hey, ich bin Schaui. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Black Mirror. Wir spielen jetzt Black Mirror 2, nachdem wir den ersten Teil durchgespielt haben und euch der auch ziemlich gut gefallen hat und mir auch ziemlich gut gefallen hat. Es erzählt für die Geschichte von Black Mirror weiter. Ich weiß natürlich wieder nichts, es ist blind. Und ich würde sagen, wir machen jetzt, wenn ich mein Mikro hier ausgerichtet habe, ein neues Spiel. Musik klingt ja schon mal gut. Es soll so ähnlich sein wie der erste Teil, auch so vom Handling und so. Und einen dritten gibt es auch noch. Mal sehen. Um die ganze Story zu erfahren, müsst ihr die natürlich auch dann gucken. Und ich habe schon die Option eingestellt. Trompete, Alter. Ist ja schon gut. So, neues Spiel. Bitte wähle einen Spielmodus. Der einfache Spielmodus bietet zusätzliche Spielhilfe, die Möglichkeit, Spezialpuzzles zu überspringen und weitere Tipps im Tagebuch zu erhalten. Der normale Spielmodus enthält keine zusätzlichen Spielhilfen. Du kannst diese aber auch während des Spiels über die Option zusätzliche Spielhilfen aktivieren. Wir machen den normalen Modus, denn wir sind ja jetzt erfahrene Rätselfreunde. 1969, Black Mirror, England. Ach, das ist doch unser Sammy, oder nicht? Also es spielt vor der Story von Black Mirror 1. Samuel? Bist du hier irgendwo? Dass du nicht mehr einfach verschwindest. Au, was ist mit dir? Ich kenne dich nicht mehr. Ich kenne meinen eigenen Mann nicht. Du verschwindest jede Nacht. Du sprichst nur noch, wenn es unbedingt sein muss. Wo ist der Samuel, den ich geheiratet habe? Ich will meinen Mann zurück. Oh, das ist das Feuer. Dann ist das seine Frau gewesen. Was hab ich getan? Was wollte ich doch nicht? Okay, so war das also. War der auch schon vom Fluch besessen? Black Mirror 2. 1993. Bitford, Maine. Das müsste in den USA sein, Maine. Sehr schön, die 90er. Auch nicht schlecht. Kann ich mehr mit anfangen als 1981. Ha! Aber es ist genauso gemacht, obwohl es von anderen Entwicklern ist. Nice. Kapitel 1. Kapitel 1 hat keinen Namen diesmal. Na los, mach schon! Dreh die verdammte Sicherung wieder rein! Ich will den Laden öffnen! Ach. Geht doch nichts über ein freundliches, eine freundliche Beziehung zwischen Chef und Mitarbeiter. Okay. Bei einem neuen Tagebucheintrag blinkt oben links das entsprechende Symbol auf. Du kannst das Tagebuch über die Anzeige oben rechts
Bleib hier. Okay. Tagebuch. Öffnen. Semesterferien in Bitford. Okay. Ja. Inhaltsverzeichnis. Neuester Eintrag. Okay. Zumachen. Aufgaben. Und neueste Aufgaben. Okay, alles klar. Ah, nice gemacht. Semesterferien. Fullers Photoshop. Warum bin ich eigentlich noch nicht ausgerastet? Ein ödes Küstenstädtchen in Maine. Ein Job in einem heruntergekommenen Fotostudio. Mit einer Comicfigur als Chef. Und Moms wohlmeinender Ratschläge jeden Morgen und jeden Abend. Und das noch 3 Wochen lang. Gott, ich wünschte, die Semesterferien wären endlich zu Ende. Die Schrift ist ein bisschen hart zu lesen. Die Sicherung, Mann! Mach die Augen auf! Dieses Tippsystem gibt dir im Beginn des Spiels Informationen zur Bedienung. Möchtest du keine Hinweise erhalten, dann aktiviere es im Optionsmenü. Okay, alles klar. Ja. Treppe gehen. Kleiderpuppe. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Eine alte Kleiderpuppe. Dem Geruch nach zu urteilen, ist sie irgendwann einmal feucht geworden und schimmelt nun vor sich hin. Nice. Nice, nice. Können wir noch was gucken? Ich würde sie nicht einmal geschenkt mitnehmen, selbst wenn sie unbeschädigt wäre. Okay. Wenn du alle Informationen zu Gegenständen im Spiel erhalten hast, verlieren sie ihre Interaktivität. Das kennen wir ja schon. Also Rechtsklick haben wir auch nicht. Wassereimer. Ein uralter, verrosteter Eimer. Auf dem Boden steht noch ein Fingerbreit Wasser. Lecker. Mit dem Wasser im Eimer dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis er nicht mehr zu gebrauchen ist. Ich brauche gerade weder einen Eimer noch abgestandenes Rostwasser. Warum nicht? Samuel hätte es mitgenommen. Wasserhahn. Ein Wasserhahn. Falls Fuller einen Garten hätte und ihn bewässern wollen würde, könnte er das von hier aus tun. Aber in Fullers Garten würde so oder so nichts wachsen. Wird das heute noch was? Der Chef ist mir richtig sympathisch. So, okay, Gartenschlauch. Ein alter Gartenschlauch mit garantiert mehr als den 2 vorgesehenen Löchern. Damit kann ich nichts anfangen. Okay, ich denke mal, wir sollen... Oh, Bierkasten. Eine Bierkiste mit 24 Flaschen. Alle leer. Und die Flaschen sind nicht verstaubt. Bier hält hier nicht lange. Billiges Bier passt zu Fuller. Mich wundert nur, warum er die Kiste hier im Keller hat. Der geht doch nicht jedes Mal in den Keller, wenn er oben ein Bier trinken will. So, vielleicht... Kellerfenster. Vielleicht machen wir erstmal das mit der Sicherung. Ein Lichtschacht mit Gitter. Führt hoch zum Hinterhof. Die Scharniere am Kellergitter sind verrostet. Keine Ahnung, ob man es noch öffnen könnte. Dürfte zumindest höllisch quietschen. Ich will das Gitter nicht öffnen. Warum auch? Ich will das Gitter nicht öffnen. Warum auch? Weil man immer noch damit interagieren kann? Rechtsklick? Ich will das Gitter nicht öffnen. Warum auch? Okay. Gut. Dann, komm, gucken wir uns mal den Sicherungskasten an, bevor wir gleich wieder einen Einlauf kriegen hier. Ein alter, staubbedeckter Sicherungskasten. Oben kommen eine Menge Kabel heraus, die an den Deckenbalken entlang verlegt sind. Sieht nicht sonderlich vertrauenserweckend aus. Komm, mach das Ding auf. Na toll. Okay. Wie alles, was Fuller gehört. Ziemlicher Schrott. Hauptschalter. Das ist der Hauptschalter. Solange ich keine neue Sicherung eingesetzt habe, tut er gar nichts. Okay, welche Sicherung ist denn kaputt? Hier muss die defekte Sicherung drunter sein. Fuller hat wohl schon daran herumgedreht, aber mal wieder nichts gebacken gekriegt. Die anderen 3 Sicherungen sehen ganz in Ordnung aus, aber die hier ist hinüber. Die schmeiß ich gleich weg, sonst komme ich noch durcheinander. Okay, also, wir haben die rausgenommen. Können wir schon eine neue nehmen? Anscheinend nicht. Wir müssen erst eine Sicherung finden, hä? Anleitung. Eine Sicherung auszutauschen schaffe ich gerade noch ohne Anleitung. Das ist aber nicht sehr sympathisch hier, mein Freund. Was da? Zurück. Okay, zurück. Zurück, zurück, zurück. Ich muss mich erstmal vertraut machen mit dem Spiel. Das ist alles ein bisschen anders. Ich denke, wir müssen erstmal die Sicherung finden. Aber wo könnte sie sein? Fotohintergrund. Oh mein Gott. Wer lässt sich denn vor so einem Hintergrund fotografieren? Ja, aber anscheinend war das mal gefragt. In den 80ern. Ja, die 90er waren auch nicht viel besser. Holzplatte.
Die gammelige Holzpalette versperrt mir den Blick auf die unteren Regalbretter. Ich kann nicht erkennen, was dahinter steht. Dann nimm sie doch mal weg. Schlauer Junge. Nice. Vollgestelltes Regal. Mal sehen. Einige Plastikbehälter, Flaschen und Schachteln. Glühbirnen, Kabel, Schmierfett. Ah, und ein kleiner Karton mit Sicherungen. Hurra! Wir haben es ganz alleine geschafft, ohne Tipps. Kann ich den nehmen? Haben wir das jetzt in unserem Entwickler? Mhm. Das ist Fotoentwickler. Scheint schon länger dort zu stehen, aber die Flasche ist fest verschlossen. Könnte also noch funktionieren. Ja, nimm mal mit. Super. Okay, wir haben eine Kamera. Fuller wird haben... ihn kaum vermissen. Und selbst wenn, ich kann damit leben. Um zusätzliche Hintergrundinformationen zu Gegenständen erhalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste an. Ein kleiner Kanister mit Fotoentwickler aus Fullers Keller. Er ist randvoll. Nice. Das kann weg. Oh, ich bin wieder im Weg. Wow, warte. So ist besser. Eine Karte von Biddeford. Biddeford. Das ist eine Postkarte von Biddeford. Sie ist ganz praktisch, um von einer Ecke zur anderen zu kommen. Aber jetzt kann ich gerade nicht quer durch den Ort laufen. Ich habe hier noch zu tun. Ah, okay, damit kann ich hin und her. Und die Kamera? Meine Spiegelreflexkamera mit Blitzlicht. Ohne gehe ich nicht aus dem Haus. Mit Blitzlicht? Mr. High-End hier. So, wo ist denn die Sicherung? Schachtel mit Sicherung. Sehr gut. Bam. Hoffentlich funktionieren die Ersatzsicherungen. In diesem Laden hier weiß man ja nie. Ich muss wahrscheinlich erst eine rausholen, ne? Wenn du ein Item im Inventar aktivieren möchtest, klicke mit der rechten Maustaste. Klick es mit der rechten Maustaste an. Im Karton ist nur eine Sicherung. Aber die sieht wenigstens unbenutzt aus. Ich denke, sie müsste noch funktionieren. Ah ja, okay. Wir haben die Sicherung rausgeholt. Die Ersatzsicherung sieht noch ganz in Ordnung aus. Ich sollte sie mal ausprobieren. Okay. Gucken wir uns jetzt erstmal hier noch um. Na los, mach schon! Dreh endlich die verdammte Sicherung wieder rein! Schnüre! Lieber nicht. Wenn ich schlechte Bilder sehen will, kann ich das auch oben im Laden tun. Lieber nicht. Okay. Lieber nicht. Lieber nicht, lieber nicht. Oh mein Gott. Wer lässt sich denn versuchen? Oh mein Gott. Komisch. Ich kann irgendwie immer noch damit interagieren, aber na gut. Lampe? Sie leuchtet nicht. Und daran wird sich auch nichts ändern, bis ich den Strom wieder angeschaltet habe. Okay. Bodenbretter. Auf den Bodenbrettern liegt nur wenig Staub. Sie glänzen geradezu. Steht Fuller hier jeden Abend und trinkt ein Bier und schaut sich die hässlichen Bilder an? Auf den Bodenbrettern liegt nur wenig Staub. Auf den Bodenbrettern liegt... Okay, ja, ist gut. Ist ein bisschen anders in Bezug auf Sachen doppelt anklicken und so. Mal gucken. Treppe. Vielleicht können wir aber auch später nochmal damit interagieren. Wir drehen jetzt erstmal die Sicherung rein hier. Bevor wir jetzt nochmal einen Anschiss kriegen. Okay, zack, zack. Nein? Hä? Junge, du sollst die Sicherung da rein tun, oder muss ich noch irgendwas beachten? Jetzt muss ich nur noch eine heile Sicherung einsetzen. Ja, bitte, hier ist sie doch. Ah, ich muss mit dem Mauszeiger da drauf. Alles klar. Das wäre das. Jetzt fehlt nur noch der Strom. Bam. Dann schauen wir mal. Und es ward Licht. Ah. Jetzt geht er bestimmt direkt hoch. Die brauchen wir nicht mehr. Die Leertaste zeigt dir alle verfügbaren interaktiven Punkte einer Szene an. Oh, nice. Alles klar. Oh, was ist denn da? Farbeimer. Da haben wir natürlich, ein verbeulter Farbeimer mit fast einem halben Zentimeter Staub auf dem Deckel. Dr. Rainbow's Finest. Pearly White, 85. Ich kann mich nicht daran erinnern, in diesem Haus schon einmal irgendetwas Perlweißes gesehen zu haben. Das ist natürlich praktisch mit der Leertaste.
Da brauchen wir gar nicht mehr großartig nachzudenken. Wasserhahn haben wir, Treppe, okay. Kellerfenster haben wir. Das sind zumindest Dinge, die wir noch weiter untersuchen können. Das macht es uns ein bisschen einfacher. Doch nun möchte ich zuerst das Tagebuch lesen. So, das hatten wir. Semesterferien haben wir. Das haben wir erledigt. Das ist cool gemacht mit dem Durchgestrichenen. Jetzt haben wir keine Aufgabe mehr. Okay, da stand jetzt auch nur, dass wir die Sicherung austauschen sollten. Ich versuche das nicht zu vergessen vorzulesen. Ich frage mich jetzt, was wir noch bei den anderen Sachen machen könnten. Ich lasse sie hier stehen, falls der Strom noch einmal ausfällt. Der Sicherungskasten macht den Eindruck, als dürfte das nur eine Frage der Zeit sein. Alles klar, dann gehen wir mal hoch. Wollen Sie jetzt auch nicht allzu lange dann im hoch. Keller? Oben wartet ein wundervoller Arbeitstag, voller Anerkennung und innerer Befriedigung auf mich. Ja, das klingt ja sehr überzeugend. Na endlich! Ganz wichtig aufs College gehen, aber zu dämlich, eine Sicherung einzudrehen. Trink dir mal ein Bier, ey. Komm, stell das Schild da vorne vom Laden auf. Bewegung! Okay, wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Wir sollen, Fuller will, dass ich dieses hässliches Werbeschild im Verkaufsraum raus vor die Tür stelle. Als ob das auch einen Kunden in den Laden locken würde. Werbeschild auf die Straße stellen. Gesundheit. Oh oh, sofort zum Corona-Test. Vielleicht können wir mal mit ihm reden hier. Fuller, was soll man sagen? Ein guter Grund, an der Menschheit zu zweifeln. Ich arbeite erst seit ein paar Tagen hier und mittlerweile habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass er sich nochmal wie ein normaler Mensch verhalten wird. Das hier dürfte der anstrengendste Ferienjob werden, den ich je hatte. Ferienjob im Fotostudio? Ja klar, super Sache. Neues Lernen, Kohle verdienen. Ja, die Realität sieht anders aus. Dicker, kahler. Entschuldigung. Was willst du? Sicherung oder Fullers Laden? So. Der Laden läuft nicht gut, oder? Was geht dich das an? Gar nichts, gar nichts. Es liegt doch bestimmt an der gigantischen Konkurrenz hier in Biddeford, dass hier so wenig los ist. Woran sollte es sonst liegen? Das ist das einzige Fotostudio hier. Das habe ich mir gedacht. Okay. Sicherung. Ich habe die Sicherung ausgetauscht. Ja, und jetzt? Willst du einen Orden? Bring das verdammte Schild nach draußen, habe ich gesagt. Ach ja, nett, nett, nett ist er. So, welches Schild ist es denn? Mal sehen, was haben wir hier? Computer, Scheinwerfer, zum Keller. Was ist das? Fotoapparat? Ach, wir können da noch links hin. Das hängt hier irgendwie außerhalb des Bildes. Ach, guck mal. Fotoapparate, Dunkelkammer, Hinterzimmer. Welches Schild soll ich denn rausbringen? Ich doof. Das da. Der Laden läuft nicht gut. Und ich denke, daran wird auch ein billiges Schild nichts ändern. Aber was soll's. Um zusätzliche Hintergrundinformationen zur Person zu erhalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste an. Okay? Ja, Fuller. Spannend. Was soll man sagen? Ein guter Grund, an der Menschheit zu zweifeln. Ich arbeite erst seit ein paar Tagen hier und mittlerweile habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass er sich nochmal wie ein normaler Mensch verhalten wird. Das hier dürfte der anstrengendste Ferienjob werden, den ich je hatte. Ferienjob im Fotostudio? Achso, das hat er schon... Ja, komm, hat er schon gesagt. Komm, nimm das Scheißschild. Nimm das Scheißschild. Na, ist aber nicht schlecht gemacht, so. Grafisch. Wie hat wohl jemand den Kopf verdreht? Du hast es verkehrt herum hingestellt. Ja. Okay. Ich möchte Porträtaufnahmen machen lassen. Schöne Schwarz-Weiß-Bilder. Bin ich da bei dir richtig? Oh ja, genau richtig. Schwarz-Weiß-Fotografie ist meine absolute Spezialität. Wunderbar. Dann können wir ja loslegen. Ich heiße übrigens Angelina. Ich bin Darren. Lass uns reingehen. Die Wolken sehen schon geil aus. Willkommen in Fullers Fotoladen. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte Porträtaufnahmen machen lassen. Sehr gut. Wir können sofort anfangen, werte Dame. Aber eigentlich sollte Darren...
Aber, der ist doch nur der Laufbursche. Ein schönes Kind wie sie verdient einen richtigen Fotografen. Hier, hol die Post ab und bring den Brief zu Mrs. Biber, deiner am Hauptplatz. Ich hab zu tun. Okay. Schade. Fuck! Mit der Tab-Taste kannst du Cutscenes überspringen. Alles klar. So, die Wolken habe ich ja gerade schon hier bewundert. Ne? Die sind, das finde ich immer echt, echt nice. Mal sehen. Was ein Morgen. Ich habe gerade die unglaublichste Frau getroffen. Angelina, es war so kitschig. Wie in einem schlechten Film. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich war nervös. Verdammt, ich glaube, ich bin sogar rot geworden. Unglaublich, so etwas ist mir noch nie passiert. So, falls ich ein bisschen ins Stocken gerate, ich finde die Schrift sehr anstrengend zu lesen. Was haben wir denn hier? Viel zu gucken. Können wir nochmal rein? Ich kann da nicht reingehen, bevor ich nicht Fullers Aufgaben erledigt habe. Er würde mich wieder vor Angelina runtermachen und darauf kann ich verzichten. Nur um sich selber aufzuspielen, hat er mich vor Angelina niedergemacht. Immerhin scheint sie aber schnell durchschaut zu haben, was er für einer ist. Okay. Ich wollte mir eigentlich noch die Sachen da angucken. Das habe ich verpasst, deswegen machen wir das jetzt mal so. Und ich nutze natürlich die tolle Funktion hier. New England Photo Service. Ich finde, man muss schon ziemlich verzweifelt sein, um bei Fuller seine Bilder machen zu lassen. Aber warum er ist der einzige Fotograf im Ort. Und es gibt hier eine Menge Touristen. Vermutlich macht er mit ihnen sein Hauptgeschäft. Anders kann ich mir nicht erklären, wie er sich über Wasser hält. Vielleicht macht er besonders gute Fotos. Die meisten Bilder hier im Schaufenster sind nicht von Fuller. In einem klaren Moment muss er sich gedacht haben, dass er lieber echte Fotografen für sich werben lässt. Natürlich wissen die nichts von ihrem Glück. Das ist ja nett. Porträtaufnahmen, Gruppenbilder, Hochzeitsbilder und Landschaften. Alles hübsch langweilig, wie sich das gehört. Ich frage mich, wen er für das Design des Elchs übers Ohr gehauen hat. Oder er hat das Bild nicht machen lassen, sondern einfach nur geklaut. Das klingt ja echt sympathisch. So, was haben wir noch? Ich weiß nicht, was das hier ist. Eine Tür eigentlich, aber ich weiß nicht, warum die hier ist. Straße, achso, Straße Richtung Hauptplatz. Okay. Tor zum Hinterhof. Tür des Trödelladens. Schaufenster. Straße Richtung Hafenpromenade. Auto? Mein Auto? Ich glaube, das ist Fullers Wagen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich mit Autos auskennen und in Entzückung geraten, wenn sie einen Klassiker sehen. Vorausgesetzt, das Ding ist überhaupt ein Klassiker. Okay. Ich weiß nicht genau, wie alt Fuller ist, aber er und der Wagen dürften fast das gleiche Baujahr haben. Okay. 60er? 70er? Straße Richtung Hafenpromenade, Schaufenster. Gucken wir uns das mal an. Wir können ja echt hier an viele Orte gehen, scheinbar. Hoch, runter. Ein unglaubliches Sammelsurium aus alten Degen, Pistolen, Uniformen, Schiffsglocken, Radios. Solange es alt ist, wird es hier verkauft. Ja, Trödelladen, das ist immer schön. Das ist auch was, was ich gerne mache. Trödelläden angucken. Hydrant, mein Gott. Ein Hydrant, wie jeder andere auch. Ich kann nichts Besonderes entdecken. Er ist rot. Wenn es hier mal brennt, werde ich der Typ mit dem Streichholz. Ah, ich mag ihn jetzt schon. Wie heißt er? Daryl oder so? Ich weiß es nicht mehr. Menü öffnen, Laden speichern. Oh, guck mal hier. Neuer Eintrag. Neuer Eintrag. Speichern. Oh, komm. Traditionell wieder Schaui 1. Einfach nur, dass wir schon mal ein Safe-Game haben. Man weiß ja nie, ne? Ihr kennt ja das Problem. So, können wir jetzt hier rechtsklicken? Was sollen wir noch mit der Post machen? Brief von Miss Biber. Ein Brief von Fuller. Ich soll ihn bei Mrs. Biber im Diner abgeben. Sie arbeitet dort hinterm Tresen. Okay, zum Diner. Und was ist das? Abholschein? Ein Abholschein für ein Paket. Unten am Hafen gibt es so einen kleinen Laden, der nimmt für alle hier die Pakete an. Dort bekomme ich Fullers Lieferung, wenn ich den Zettel abgebe. Ah, okay, alles klar. Dann weiß ich, was ich tun soll. Dann gucken wir mal, ob wir ins Trödelhaus reinkommen. Sieht aber geschlossen aus hier. Nee, wir können rein. Kommen Sie herein! Kommen Sie herein! Sehen Sie sich um! Kaufen Sie! Danke. Ah, ein junger Mann. Sind Sie Soldat? Haben Sie gedient? Schwer vom Begriff. Haben Sie gedient? Sir, nein, Sir. Willst mich wohl verscheißern, wa? Such dir was aus und dann verschwinde wieder.
haben sie gedient. Dieser deutsche Entwickler, das kennt doch keiner, der nicht deutsch ist, oder? Haben sie gedient. Okay, Eddie heißt er. Der Trödelladenbesitzer. Er scheint blind zu sein. Vielleicht tut er aber auch nur so. Würde zum Klischee passen. Okay. Eddie. Sag mal, warum hast du nicht gedient? Drüben im Irak können sie jeden brauchen, den sie kriegen können. Im Irak? Der Krieg ist seit 2 Jahren vorbei. Was du nicht sagst. Merk dir meine Worte. Präsident Bush wird Saddam noch zur Strecke bringen. Ist klar. Sie wissen schon, dass Bush nicht mehr Präsident ist? Und dennoch wird er die Sache zu Ende bringen. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Ja, sicher. Vielleicht ja sein Sohn, Zweiter Krieg und so, ne? Alles klar. Mr. Fuller, Eddie oder Biddeford? Fragen wir mal Mr. Fuller. Kennen Sie Fuller? Den Idioten von nebenan? Klar! Nachbarn kann man sich nicht aussuchen, oder? Sie scheinen nichts für ihn übrig zu haben. Der Kerl hat in seinem Leben nie was erreicht. Sitzt faul in seinem Laden. Lässt sich von seiner Mami den Arsch abwischen. Lässt das Haus verkommen. Höre meine Worte. An ihm kann man sehen, was in diesem Land falsch läuft. Schon klar, seit dem Zweiten Weltkrieg geht's bergab, oder? Schade, dass es keine ordentlichen Kriege mehr gibt. Auch die Wehrpflicht haben sie abgeschafft. Mach dich nur lustig, Junge. Eine ordentliche Tracht Prügel oder 2 Runden in Vietnam und der wäre jetzt nicht so... So einer. Was meinen Sie mit so einer? Ach, nichts. Der Kerl ist ein Schwein. Da läuft einiges schief bei dem. Der hat Dreck am Stecken, das sag ich dir. Okay. Wie sieht's denn mit dir aus, Eddie? Und wer sind Sie? Gehört Ihnen der Laden? Nein, ich bin hier eingebrochen und du hast mich dabei überrascht, wie ich den Laden leerräumen wollte. Oh, wie lustig. Haben Sie lange darauf gewartet, den Witz einmal bringen zu können? Deiner Generation mangelt es an Respekt vor dem Alter. Ich habe dafür gekämpft, dass du hier leben kannst. Ich habe dafür geblutet. Und ich werde Ihre Rente zahlen. Wir sind quitt, Mr. Edward D. Warren, kurz Ed. Oder Eddie. Für meine Freunde. Hallo, Eddie. Ich bin Darren. Netten Laden hast du hier. Zu meiner Zeit war es nicht üblich, dass man Ältere mit ihren Vornamen angesprochen hat. Wir leben in meiner Zeit, oder, Ed? Ich denke, du solltest dir hier etwas aussuchen und dann verschwinden. So habe ich mir das gedacht. Den guten Staatsbürger spielen und trotzdem hinter jedem Dollar her sein wie der Teufel hinter der Seele. Also die sind ja, die gehen ja richtig nett mit sich um. Richtig nett, so eine Hassliebe irgendwie. Okay, können wir noch mehr über Eddie fragen? Was denn? Können wir Biddeford noch, Biddeford. Wie ist so das Leben hier in Biddeford? Bist du nicht von hier? Nein. Ich gehe in Boston aufs College. So ein Intellektueller bist du, so ein Schreibtischtäter. Eine Eierbirne, die den ganzen Tag schlau daherreden kann? Nein, ich bin... Dann bist du so ein Künstlertyp. Bist deprimiert und nimmst Drogen. Hast eine Selbsthilfegruppe wegen der Probleme. Nein, ich studiere Physik. Naja, kann man brauchen. Warum bist du hier? Ich besuche meine Mutter in den Semesterferien. Sie wohnt seit einigen Monaten hier. Rebecca Michaels. Nett, dich kennenzulernen, Rebecca. Oh, Mann. Okay, Physik sollten wir uns merken. Mutter. Kennen Sie meine Mutter zufällig? Nee, ich gehe nicht viel raus. Was will sie hier? Frische Seeluft, wa? Könnte man so sagen, ja. Altersruhesitz. Okay, mehr gibt's nicht, hä? Mehr gibt's nicht? Mehr gibt's nicht. Was haben wir denn hier alles? Können auch mal Rechtsklick auf Eddie machen. Ein stolzer Vertreter der letzten guten Generation. Alles, was nach ihr kam, war der Anfang vom Ende. Okay, das kennt man ja schon. So, was haben wir hier? Seitenschneider. Seitenschneider. Habe ich Geld? Ein Seitenschneider, mit dem man Kabel durchtrennen kann. Ich würde gern diesen Seitenschneider kaufen. $2. Willst du gar nicht handeln? Hast wohl zu viel Geld, wa? Bekommst es vorne und hinten reingeschoben, wa? Noch nie im Leben gearbeitet und keine Ahnung, was ein Dollar wert ist, wa? $2 sind $2. Zu ihrer Zeit war das vielleicht ein Abendessen mit Kinobesuch für 2 Personen. Für mich ist es ein halber Burger. Sei froh, dass du dir einfach so einen Burger kaufen kannst. Es gibt immer weniger Rinderfarmer bei uns.
Die ganze Importscheiße aus Dritte Weltländern macht die Preise kaputt. Und all die armen Cowboys können bald nicht mehr mit ihren Viehherden durch die Prärie ziehen und romantische Lieder am Lagerfeuer singen, hm? Verscheißern kann ich mich selber! So, super. Wir haben Seitenschneider. Was haben wir noch? Radio. Vielleicht hat Eddie das irgendwo im Zweiten Weltkrieg aufgegabelt. Okay, was ist das? Funkgerät. Nice. Ein altes Funkgerät. Sieht ziemlich professionell aus. Sind Sie Hobbyfunker? Hobbyfunker? Du meinst einer dieser Idioten, die sich toll vorkommen, wenn sie einen anderen Idioten am Rohr haben, der zwei Straßen weiter wohnt? Ich war Funker bei den Hell Devils. 8. Infanterieregiment der 4. US-Infanteriedivision. Ich war in Nordafrika dabei. Und in Sizilien. Dann an der Normandie am Utah Beach. Wurde am Rhein verwundet. Augen. Hab ein Purple Heart bekommen. Und sind Sie nun Funker oder nicht? Ich halte die Tradition am Leben. Ich spreche regelmäßig mit alten Kameraden, kann sie überall erreichen. Ich bin eine Art Experte, möchte ich sagen. Halte meine Sachen in Schuss. Allzeit bereit. Ah, okay. Gut zu wissen. Okay. Vielleicht kennt er ja jemanden, der funken kann, ne? Vermutlich ist es sein Originalfunkgerät aus dem Zweiten Weltkrieg. Viel neuer sieht es auf jeden Fall nicht aus. Vermutlich ist es ein... Okay, alles klar. Was haben wir noch? Projektor. Sieht von hier aus gesehen nach einem Dia-Projektor aus. Korrekt. Regale mit unnützem Krempel. Wenn du nur meckern willst, verschwinde. Was haben wir noch? Eddie, Funkgerät. Was ist das? Foto. Ah, guck mal hier. Ja, kennt man. Dieses Bild habe ich schon etliche Male gesehen. Was haben wir noch? Schrank? Ein Schrank. Voll mit den verschiedensten Dingen. Bücher, ein Grammophon, Kisten, Messgeräte. Willst du was kaufen? Ich schaue mich erst einmal um. Da stehen 3 Flaschen auf dem Regal. Ich tippe mal auf Schnaps. Bam. Ich will mich nicht betrinken. Dann halt nicht, Medaille. Ich schätze mal, das sind Eddies Abzeichen aus seiner Zeit bei der Armee. Das hast du richtig erkannt, Junge. Ist das das Purple Heart hier? Ich könnte Purple Haze. Was ist das? Seltsame Rohre. Bomben? Die sehen aus wie Panzerfäuste. Hoffentlich nur Imitate. Hoffentlich nicht. Okay, vielleicht brauchen wir eine Panzerfaust im Laufe des Spiels. Meine Star Wars-Figuren gefallen mir besser. Ob Lucas jemals den 4. Teil drehen wird? Oh ja, das wird er. Okay, was haben wir noch? Funkgerät haben wir. Tür haben wir. Reden können wir nicht mehr. Okay, ich denke, wir haben alles. Schade, wir haben keinen Doppelklick, um schnell irgendwo hinzugehen. Aber egal. Das ist eine Taube. Können wir hier noch was zum Auto? Ich kann dazu nichts Intelligentes sagen. Es ist ein Auto. Ein altes Auto. Okay, Hinterhof oder Straße Richtung Hafenpromenade? Ich würde sagen, wir machen Hafenpromenade, weil ich glaube, da können wir das Paket abholen. Zumindest habe ich das so verstanden. Souvenirs. Ein Doppelklick auf interaktive Spielelemente löst unmittelbar die entsprechende Aktion aus. Also doch. Was haben wir denn sonst noch hier? Ein Rettungsring. Was? Früher wurden hier in dieser Gegend häufig Schiffe von Piraten auf die Felsen gelockt. Sie zündeten falsche Leuchtfeuer an und nachdem die Schiffe an den Felsen zerschellt waren, ruderten sie hinaus und retteten die Ladung. Ah, das kenne ich doch aus anderen Spielen. Das ist ein guter Trick. So, Cabriolet. Ziemlich unsinnig, hier in Maine ein Cabrio zu fahren. Aber darauf kommt es vermutlich sowieso nicht an. Es war teuer und das zählt. Okay. Komisch, dass man manchmal immer wieder dasselbe kriegt und manchmal kannst du es nicht mehr anklicken. Oh, junge Frau. Okay. Hotel Wild Coast. Souvenirladen. Post Office. Okay. Eigentlich kann man in dem Laden nur Touristen-Nap kaufen. Aber die Post liefert auch die Pakete für die Nachbarschaft hier ab. Das Tuten von dem Ding kam mir jetzt aber bekannt vor. Hattet ihr ICQ? Tut. Die Scheiben sehen aus, als würden sie jeden Tag 2-mal geputzt. Sonst fällt mir nichts weiter auf. Okay.
Da hinten hört der Hafen auf und die natürliche Küste beginnt. Dort gibt es über viele Meilen vereinzelte Häuser, häufig Pensionen und Hotels mit Meerblick. Ich weiß gar nicht, wo Maine ist. Da hinten hört der Hafen auf und die... Ja, ist gut. Kommen wir da noch hin? Junge Frau. Reden wir mit der. Eine junge Frau. Sieht traurig aus. Alles okay? Nein, eigentlich nicht. Carrie ist hier gestorben. Vor 2 Jahren. Sie war meine beste Freundin. Oh, das tut mir leid. Wie ist es denn passiert? Du bist wohl nicht von hier. Nein, aus Boston. Ich verbringe die Semesterferien bei meiner Mutter. Nun ja, Carrie hat sich umgebracht. Keiner weiß warum. Sie war bei allen beliebt, intelligent und immer fröhlich. Ich glaube, beim alten Fuller im Schaufenster steht noch ein Foto von ihr. Die junge Frau mit den dunklen Haaren und den grünen Augen. Ja, das Bild kenne ich. Wirklich eine hübsche Frau. Sie hatte noch so viele Pläne. Nach dem Studium wollte sie mit ihrem Mann Jason hier in Biddeford einen Kindergarten eröffnen. Ich verstehe es einfach nicht. Von einem Tag auf den anderen hat sie sich komplett verändert, zog sich völlig in sich zurück. Oft war sie deprimiert und melancholisch. Niemand kam mehr an sie heran. Ich dann mal Jason. Dabei liebten sie sich über alles. Irgendwann hat sie sich dann einfach ins Meer gestürzt. Und niemand weiß warum? Niemand. Jason ist wohl auch nie darüber hinweggekommen. Er konnte ihr nicht helfen. Hat dann ein paar Monate später dieses hirnlose Klatschweib mit dem Cabrio geheiratet. Sicher auch nur, weil er sich so einsam fühlte. Mit Liebe hat das jedenfalls nichts zu tun. Er muss sich wirklich sehr einsam gefühlt haben. Ich wäre jetzt gern wieder allein. Klar, Entschuldigung. Sich verändert und dann Selbstmord, das klingt ja fast schon so, wie wir das mit Samuel Gordon erlebt haben, nicht wahr? Hotel White Coast. Okay, was haben wir noch Schönes hier? Irgendwas im Hintergrund? Zum Strand. Okay, ganz schön. Kommen wir ja ganz schön hier rum, ne? Gehen wir mal in den Souvenirladen. Und dann sage ich so zu ihm, Jason, ich brauche dringend ein neues Auto. Ach, und dann? Tja, und was soll ich dir sagen? Draußen steht's. Ist nicht dein Ernst. Doch, ein Cabriolet, bildschön. Das musst du mir unbedingt nachher mal zeigen. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Aha, das ist dann die wohl mit dem Cabrio, die er geheiratet hat. Und das bei diesem Wetter. Unglaublich. Und was hat er gemacht? Tja, hat sie einfach sitzen lassen. Na, das hat sie aber auch nicht besser verdient. Ich hab dir ja noch gar nicht alles erzählt. Da gibt's noch mehr? Ja, also pass auf. Es gefällt mir ja gar nicht, dass sie immer dazwischen quatschen. Ich hatte gerade eine Nachricht, dass man das ausschalten kann. Aber Schlapp-Lapid kann sich sowas doch gar nicht leisten. Na, wenn ich's dir doch sage, sie hat ihn selbst gesehen. Optionen. Gucken wir da mal hier. Lautstärke, Lautstärke Musik, Lautstärke Sprache, Lautstärke Effekt, Lautstärke Umgebung. Ja, jetzt weiß ich aber nicht, ob Sprache jetzt meine die normale Sprache ist. Effekt, Umgebung. Ach, ich lasse es einfach mal so. Komm, reden wir mal mit der Rosie. Mit Sicherheit sieht es nicht so gut aus wie mein neues Cabriolet. Wohl kaum. Entschuldigung. Hast du was mit den Ohren? Nein, ich wollte nur ein Paket. Dann sind es also die Augen. Ich rede hier. Siehst du das nicht? Ich sehe sie klar und deutlich. Leider. Aber ich muss für Fuller vom Fotostudio... Bei mir im Laden wird nicht vorgedrängelt. Stell dich an und warte, bis ich fertig bin. Also die jungen Leute heutzutage. Ständig. Kaffeebecher, muss ich mich mit kleine Leuchttürme, Plaketten, Miniaturrettungsringe mit der Aufschrift Biddeford, Plastikhummer, Porzellanhummer, Holzhummer, Metallhummer. Was will das Touri-Herz mehr? Du hast es mir dir soll verdient. Die Hand abfaulen, bevor ich davon etwas mitnehme. Wir gehen nachher mal auf eine Spritztour. Wo hast du's denn? Okay, es wäre echt schön, wenn wir das ausstellen könnten, das Gelaber. Lautstärke Umgebung. Lautstärke generell, Lautstärke Musik, Spiel, zusätzliche Spielhilfen, Tipps anzeigen, Hotspots aktivieren, Dialogtexte anzeigen. Ich will ja eigentlich nicht, dass die erzählt werden, egal. Ja, okay. Oh, was haben wir noch? Da können wir gleich in der Mittagspause losdüsen. Das ist aber noch ein bisschen hin.
Ach was. Handzettel von was Veranstaltungen in der Gemeinde. Der von großer Ding. Frühjahrsbasar. Nicht die Schwester. It's die a go-go. Tanzen, bis der Arzt kommt im Gesundheitszentrum. Oh Mann. Das andere sind Kleinanzeigen. Dann sag ich so hier zu verkaufen ihm, die Einwohner Jason, ihren Krempel, den sie nicht mehr brauchen. Auto. Rasenmäher, Kinder, Betten, tja, Plattenspieler. Was soll ich dir sagen? Ich verzichte. Ist nicht dein Ernst. Doch, ein Formulare. Kappen, Bildschirm. Alle möglichen Formulare. Das musst du Müllentsorgung, mir Sperrmüll, zeigen. Telefonummeldung. Ja, das mache ich auf jeden Hier ist ein Formular vom Komitee Unsere Stadt soll schöner werden. Da ist meine Mom im Vorstand. Man soll und wohl Anregungen einschicken, was man in der Stadt verbessern könnte. Und was hat er gemacht? Tja. Die Formulare für Anwohner interessieren mich nicht. Ein Na, paar Anregungen, wie diese Stadt interessanter werden könnte, habe ich schon. Ja, aber sie haben wohl keine Erfolgsaussicht. Mehr? Ja. Also, pass auf. Gucken wir uns erstmal ein bisschen das um hier. Das Steuerrad eines alten Schiffes. Es soll wohl maritimen Charme verspüren. Kann sich sowas doch gar nicht leisten. Ich glaube, dem örtlichen Touristikverein fehlt ein wenig der Sie Aufhänger für den Ort. Gesehen. Ich meine, Na, was ist hier schon Besonderes? So Entlang der Küste gibt Cabriolet. Es dutzende Orte wie diesen. Wohl kaum, wohl kaum. Hm. Ein Sessel. Sieht nicht unbequem machen? Aus. Aber wer will sich schon bei der reizenden Rosie in den Laden setzen? Ich setze mich da bestimmt nicht rein. Und was sagt die Uhr Jason muss kaputt dazu? Sein. In der Wirklichkeit ist es schon 5:45. Na, du bist mir ja eine. Sag's auf keinen Fall weiter, okay? Reiseführer. Natürlich nicht. Ein Ständer mit zig Reiseführern. Neuengland, Quebec, England und Wales, die Niederlande, Nationalparks der USA, die Toskana, Hongkong und so weiter und so fort. Wo hast du's denn? Steht gleich draußen vor dem Laden. Blanco Abholschein. Da können wir gleich in der Mittagspause losdüsen. Das ist aber noch ein bisschen hin. Da liegen einige Papiere. Ach was? Irgendwelche was Formulare mit Gabelstapler Piet und der Schwester von diesem Dienst? Ein Block mit Blanko. Nicht die Schwester, die Cousine von Louis ist das. Ich glaube, bestimmt noch mal gebrauchen irgendwann. Ich könnte mir vorstellen, die bezaubernde Rosie hätte etwas dagegen, wenn ich mir so hier Blanko-Abholscheine klaue. Ich brauche dringend ein neues Auto. Okay, okay. Ach, und dann? Können wir mit der Kundin tja, reden? Und was soll ich dir sagen? Draußen ob sich Mrs. Oberflächlich mit Engels mehr. Auskennt? Doch, oder ob sie auf der Warnung steht? Ernsthaft, was sollte ich mit ihr besprechen? Mal zeigen. Ja, das mache vielleicht eine Immobilienmaklerin. Oder sie ist hauptberuflich Ehefrau. Vielleicht eine Immobilienmaklerin. Und das, okay. bei das ist Miss Rosie, die Shop-Angestellte. Und was sie dürfte nicht gemacht? Die beste Mitarbeiterin tja, der Welt sein, aber vermutlich traut sich lassen. Niemand, ihr das zu sagen. Na, das hat sie aber auch nicht besser verdient. Ich okay, hab müssen ja noch wir vielleicht irgendwie das Auto erzählt. Manipulieren? Da gibt's Flaggen. Noch mehr? Das ja, sind Fahnen. Also, pass auf. Die Flagge von Maine sieht für mich immer aus wie das Logo einer Bierbrauerei. Aber immerhin haben sie einen Elch und einen Baum im Wappen. Das macht sympathisch. Na, wenn ich's dir doch sage, von Maine, ja. Was haben wir noch hier? Gesehen. New Hampshire, Kanada, na, irgendwas, was ich nicht kenne, New Brunswick oder kaum Quebec vielleicht. Kaum. Und natürlich apropos, die obligatorischen Stars and Stripes in allen nur erdenklichen ja Größen und Ausführungen. Ach ja. Nein, danke. Ich habe kein Boot. Und wenn ich eins hätte, würde ich eine Piratenflagge hissen. Und oder was Popeye. Sagt Jason dazu? Zumindest nicht so etwas langweiliges. Gar nicht. Na, du okay. bist mir ja eine. Gut, gut, gut. Sag's auf keinen Fall also, weiter, okay? Wir gehen erstmal raus. Natürlich nicht. Wo denkst du hin? Du bist ein Schatz, Ron. Oh Gott. Durch einen Rechtsklick auf die Postkarte oder durch Drücken der Taste M öffnet sich die Umgebungskarte. Sie ermöglicht dir bereits besuchte Orte ohne Umweg zu betreten. Gut, das heißt, wir müssen schon wohin gehen. Also, ah, was können wir denn am Cabrio machen? Das ist das Auto dieser Klatschtante aus dem Laden. Hm, das könnte mir helfen. Was macht der denn jetzt? Die Luft rauslassen, oder was? Was bist du denn für einer? Oh! Kommt sie jetzt raus? Oder muss ich rein? Du musst wahrscheinlich rein. Das hat sie vor lauter Gequatsche wohl nicht gehört. Wo hast du's denn? Boah, steht gleich die quatschen ja immer noch. Oh, ich muss mir was einfallen lassen, wie ich diese Tussi loswerde. Das ist aber noch ein bisschen hin. Okay. Ach was? Was war jetzt eigentlich mit Gabelstapler Piet und der Schwester? Also das Auto hat nichts gebracht. Das Nochmal? Ist das Auto dieser Klatschtante aus dem Laden. Hm, das könnte mir helfen. Jetzt mach das nochmal. Vielleicht müssen wir in der Zeit reingehen oder so. Cabriolet. Aha.
Hurra! Wollte schon sagen. Ist wahrscheinlich Timing. Mit Hilfe des Mautrads kannst du Gegenstände in deinem Mauskursor durchschalten. Ah, okay. Dann, hier, Schein abholen. Nanu? Bin ich etwa schon dran? Geht ja rasant voran hier. Was willst du? Ich soll für Fuller vom Fotostudio etwas abholen. Abholschein. Weg ist sie. Das hier ist das Richtige. Hast du noch einen anderen Zettel? Ist noch ein Paket für einen alten Fuller hier. Leider nicht. Kann ich es so mitnehmen? Bei freundlicher Kundschaft drücke ich da schon mal ein Auge zu. Mir geben Sie es also nicht? Gott, nein. Okay, können wir Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten. Was willst du? Okay, wir können ihn fragen über Angelina, über Eddie, das Paket. Rosie? Na, Carrie. Carrie ist hier mit dem Auto, glaube ich. Wir fangen vorne an. Hier läuft eine auffallend hübsche junge Dame durch die Gegend. Kennen Sie die? Hast einen Blick auf sie geworfen, was? Kennen Sie sie? Kennen ist zu viel gesagt. Kam hier rein und hat nach einem Fotostudio gefragt. Ich habe sie zu Fuller geschickt. Sie war etwas unfreundlich. Hat mich und meine Freundin im Gespräch unterbrochen. Nein. Das ist ja unfassbar. Ach so. Eddie. Kennen Sie Eddie vom Trödelladen? Aber sicher. Ich kenne so ziemlich jeden hier. Was ist mit dem? Ist ein Junggeselle. War auch nie verheiratet, soweit ich weiß. Aber wer würde es auch schon lange mit dem aushalten? Diese ständigen Kriegsgeschichten. Kannst du dir das vorstellen? Ist er wirklich blind? Ich habe noch nichts anderes gehört. Wetten würde ich aber nicht drauf. Er ist ein Schlitzohr. Vielleicht will er mit seiner Behinderung auch nur ein paar Dollar mehr machen. Das Paket für Darren. Darren? Ist vielleicht ein Paket für mich hier? Darren Michaels? Jetzt nehmen. Ja, sehr gut. Die gute Rosie hat nichts bemerkt. Und ich bin stolzer Besitzer eines Blanko-Abholscheins. Jetzt müssen wir, brauchen wir nur noch einen Stift, um den zu füllen, ne? Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Was willst du? Rosie oder Carrie? Rosie. Was hat eine wie Sie hierher nach Biddeford verschlagen? Eine wie mich? Du meinst eine Dicke in einem Staat voller Fitnesswütiger? Wir haben also einen kleinen Asozialen hier. Nein. Ich meinte, warum jemand so Unfreundliches ausgerechnet im Touristenshop der Stadt arbeitet. Du bist auch nicht gerade eine Ausgeburt von Höflichkeit, mein Kleiner. Ich arbeite auch nicht im Touristenshop. Ich bin in New Jersey aufgewachsen. Mein Vater meinte, die Nachbarschaft wäre nichts für mich und meine Geschwister. Also hat er einen Job in der Papierfabrik angenommen und uns alle hierher verschleppt. Zufrieden? Und einen Job als Trucker oder Bauarbeiter konnten Sie nicht bekommen? Du solltest dich nicht mit mir anlegen. Ich kämpfe in einer anderen Gewichtsklasse als du. Ganz unbestritten. Auch noch Fettschäming hier machen. Aber, die sind schon alle recht unfreundlich miteinander. Das ist schon echt krass, Carrie. Hey, Rosie, kannten Sie Carrie? Die erste Frau von Jason? Natürlich kannte ich sie. Ich kenne jeden in Biddeford. Schließlich ist das hier die einzige Poststelle. Und? Wie war sie so? Geht dich das was an? Ich wollte nur etwas plaudern. Naja, viel haben wir nicht gesprochen. Sie war ja immer so still. Kein Vergleich zu Juliet. Mit der kann man sich wenigstens ausgiebig unterhalten. Jason hat so ein Glück, dass er sie jetzt hat. Das war doch kein Leben für so einen wie Jason mit so einem Klotz am Bein. Jetzt kann er sich endlich ausleben. Na, oh, so ein Glück. Mal ganz unter uns. Man soll ja nicht schlecht über die Toten reden, aber Carrie war schon immer irgendwie komisch. Ah ja. Danke. Ja, ja. Okay. Hier kann man noch ein bisschen Reiseführer mehr gucken. Das sind zu viele Reiseführer, um sie einfach mal alle durchzublättern. Solange ich nicht nach etwas Bestimmtem suche, lasse ich die liegen. Okay, aber wir können noch was Bestimmtes suchen. Ich weiß noch nicht, wie die Story jetzt genau wieder zusammenlaufen soll mit Black Mirror, weil das spielt ja eigentlich in England. Aber wir werden schon sehen, wie wir als kleiner Student irgendwie nach Black Mirror kommen. Okay, wir haben einen Blanko-Abholschein. Anscheinend ist ja noch ein Paket für Fuller da.
Ein gut verklebtes Paket. Nicht sehr schwer. Ich höre ein leichtes Klimpern, als wären da Glasflaschen oder so etwas in der Richtung drin. Ich kann das Paket nicht öffnen. Da könnte ich Fuller gleich ins Gesicht spucken. Das Ergebnis wäre dasselbe. Aber wenn ich die Auswahl habe, dann doch lieber spucken. Ein gut verklebtes Paket. Okay, ist gut. Was ein Seitenschneider. Ziemlich schwer. Nicht mehr das neueste Modell, aber ich würde sagen, er erfüllt seinen Zweck. Also damit können wir Kabel durchtrennen. Ich weiß noch nicht, was wir mit dem Fotoentwickler machen sollen. Naja, hier können wir, glaube ich, nichts machen. Das heißt, wir müssen weiter die Gegend erkunden. Wir müssen ja auch noch die Post wegbringen. Können wir mit der reden? Ich hab Fullers Paket. Ich muss diese Tussi nicht nochmal ablenken. Na, sie putzt ja jetzt ihr Auto hier. Ach so, ihr seht das gar nicht. So, ja, okay. Okay, da können wir hoch, da können wir hoch. Ich glaube, jetzt ist die auch weg hier. Ich glaube, wir können ja noch zum Strand. Ozean. Gucken wir uns heute den mal gibt an. Es kaum Wellen. Kein Wunder. Schönes Wetter, kaum Wind. Sehr schön. Gehen wir mal zum Strand. Da hinten hört der Hafen auf und die natürliche Küste beginnt. Dort gibt es über viele Meilen vereinzelte Häuser. Häufig Pensionen und Hotels mit Meerblick. Das hatten wir doch schon. Ja, geh da hin. Da hinten hört der Hafen auf und die natürliche Küste beginnt. Dort gibt es über viele... Ja, ist gut, Junge. Warum können wir denn da nicht hin? Da hinten hört der Hafen. Ja, ist gut. Okay, ja, hast du gesagt. Ist gut. Wahrscheinlich müssen wir erstmal die Sachen machen, die wir... Oh, hier, Polla, was ist denn hier? Polla. Biddeford ist nicht wirklich eine Hafenstadt. Dennoch gibt es hier massig Boote. Vor allem Segelschiffe. Ach ja. Die Leute fahren hinaus zum Angeln oder was weiß ich. Ich behalte lieber festen Boden unter den Füßen. Mal sehen, wie lange noch. Okay, haben wir sonst noch was hier? So, Straße Richtung Hafenpromenade haben wir. Dann können wir noch zum Hinterhof. Trödelladen oder Haupt oder wieder zurück. Gehen wir mal da lang. Wir brauchen ja jetzt noch einen Stift, wenn nicht schlecht, ne? Oh. Okay. Ich frage mich, ob wir jetzt manchmal Dinge dann wie in Black Mirror 1 auch erst kriegen, wenn wir sie zwar schon kennen, aber dass wir erst wieder mit jemandem besprochen haben müssen oder so. Das wäre ziemlich nervig. Werkzeugschuppen. Ein uralter, klappriger Werkzeugschuppen. Darin bewahrt Fuller den Schrott auf, wenn er ihn nicht einfach irgendwo in den Hinterhof wirft. Also nicht viel. Mal sehen, was drin ist. Eine Rolle mit Angelschnur. Es scheint nur noch wenig drauf zu sein. Können wir die mitnehmen? Okay. Scheinbar können wir Sachen mitnehmen. Leider nur die Schnur. Kein Haken. Okay, was haben wir noch? Wäschespinne. Gestern hat Fuller Wäsche aufgehängt. Für sich und seine Mutter. Ich fand es einigermaßen überraschend, dass ein Großmaul wie er die Wäsche seiner Mutter wäscht. Und vor allem beunruhigend. Der Mann ist weit über 40 und lässt sich von seiner Mutter herumkommandieren. Kein Wunder, dass er nicht ganz dicht ist. Tja, vielleicht ein Mann mit einem weichen Herz, der nur falsch verstanden wird. Abschleppseil, warum nicht? Ein etwa 2 Meter langes Stück Abschleppseil in tadellosem Zustand. Das können wir sicherlich nehmen. Abschneiden mit dem Seitenschneider. Seile sind immer gut. Nein, wir nehmen es einfach so. Seile sind immer gut. Ein Abschleppseil aus Fullers Hinterhof. Es sieht aus, als würde es locker 1 Tonne Gewicht halten können. Okay. Können wir hier mit dem Seitenschneider ran? Nö. Ein Abschleppseil. Okay, alles klar. Eine Rolle mit einigen Metern Angelschnur, aber ohne Haken. Okay. Noch was? Eine Rolle mit einigen... Okay. Fass. Wenn mir jemand sagen würde, der alte Fettsack verklappt Giftmüll, ich würde es ihm zutrauen. Ich verstehe nicht, warum Fuller den Kram nicht einfach mal abholen lässt. Was will er noch damit? Fotodeko. Okay, Hundekäfig. Ist hier etwa ein Hund drin? Das ist der Hundekäfig für den Hund von Fullers Mutter. Aber der Hund ist meistens eh im Haus. Ich habe ihn zumindest noch nie hier im Käfig gesehen. Das ist gut. Trinknapf. Warum nicht? Nehmen wir mit. Aha. Der Wassernapf ist komplett leer. Vielleicht kann ich ihn noch gebrauchen. Vielleicht können wir ihn noch gebrauchen, bestimmt. Wir könnten ihn mit Wasser füllen. Wasser aus dem Keller, Fenster. Durchs Fenster kann ich nur in Fullers Büro sehen. Das Fotoshooting kann ich leider nicht beobachten. Ja, sowas. Durchs Fenster kann ich nur in Fullers... Durchs Fenster kann ich nur in... Hintertür zu Fullers Laden, Fenstergitter.
Das Fenster ist vergittert. Die Stäbe sehen ziemlich kräftig aus und sind in der Wand eingemauert. Das Fenster ist vergittert. Okay. Ein massives Eisengitter. Es liegt über dem Lichtschacht, der zum Keller führt. Das Gitter ist sehr schwer und am Beton festgerostet. Da müsste man schon enorme Kraft aufwenden, um es aufzubekommen. Wozu sollte ich mir das antun? Das ist eine gute Frage, okay. Das Gitter ist sehr schwer und am Beton... Aber scheinbar können wir doch irgendwie was damit machen. Kippfenster. Das Fenster ist geöffnet. Vermutlich, um für etwas frische Luft zu sorgen. Oder es lässt sich nicht mehr richtig schließen. Wer weiß. Das Fenster ist geöffnet. Ob vorne oder hinten, Fuller wird mich fertig machen, wenn ich seine Aufgaben nicht erledigt habe. Okay, Eimer. Ein völlig verrosteter Eimer mit großen Löchern im Boden. Den nehme ich mal mit. Tatsächlich. Warum nicht? Ach, guck mal. Der Henkel ist abgerissen. Den Eimer lasse ich da stehen, mit dem ist eh nichts mehr anzufangen. Was können wir mit dem Henkel machen? Der Henkel eines verrosteten Eimers. Im Gegensatz zum Eimer sieht der Henkel noch recht stabil aus. Der Henkel eines Fahrrads. Können wir den vielleicht kombinieren mit der Angelschnur? Tatsächlich. Jetzt haben wir einen Haken mit Angelschnur. Fische werde ich mit dieser Angel nicht fangen. Aber vielleicht etwas anderes? Wer weiß. Ah, das ist gut, dass wir quasi immer, was wir kombinieren können, erscheint rot. Dann wissen wir nämlich, dass wir das kombinieren können. Ich habe den Henkel vom Eimer an die Angelschnur gebunden. Ist da vielleicht was im Gitterrost drin? Das Gitter ist sehr schwer und am... Ja, okay. Ich wüsste nicht, wie mich das im Moment weiterbringen würde. Okay, ich dachte, wir könnten das hochziehen oder sowas. Können wir denn diese Angelschnur benutzen? Nee. Können wir nicht benutzen. Okay, was haben wir noch schönes? Fenster. Gut, hier scheint nichts mehr zu sein. Gehen wir mal wieder zur Straße und die Straße rauf. Denn wir müssen ja noch einen Brief abgeben. Im Diner. Im Diner, genau. So, hier, nicht da hoch, hier Straße runter. Aber dass sie sich alle ankötten, finde ich ein bisschen verwirrend. Ein Rechtsklick auf die Pfeile im Inventar schaltet sofort zum Ende. Was? Pfeile im Inventar, sofort zum Ende. Ah ja, okay. Wenn wir so viele Gegenstände haben, dann werden hier wahrscheinlich Pfeile sein. Verstehe. Hier rennen ja viele, viele Leute rum, ne? So, was haben wir denn hier Schönes? So, Polizei, Rathaus, Statue. Jebediah Biddeford oder so jemand. Oder so jemand. Ernsthaft, keine Ahnung, wer das ist. Der Staatsgründer, ein Bürgermeister, ein Stifter, was weiß ich. Was weiß ich. Noch ein Auto, Cabriolet, noch eins. Aufdringliches Teil. Vermutlich eine Touristenkutsche. Besonders Europäer verwechseln Neuengland gerne mit Kalifornien und meinen deshalb hier mit Cabrios oder Mustangs rumfahren zu müssen. Die meiste Zeit des Jahres kann man hier mit einem offenen Wagen nichts anfangen. Weil der Biddeford nicht am Meer, wären hier meistens Schneeketten angebracht. Nice, okay, also, okay. Bibas Diner oder in die Polizeiwache. Da steht auch noch eine Polizistin. Zu Mutters Haus, Hospital, Telefonzelle. Okay. Wir können telefonieren, aber ganz schön viel zu tun. Ich würde sagen, wir machen erstmal das, was wir tun sollen und geben mal den Brief ab. Dann können wir zumindest zurück.